Beim 3D-Druck wird das Material Schicht für Schicht aufgetragen. Dabei entstehen räumliche Gegenstände. Basis bilden flüssige oder feste Werkstoffe. Ein Vorteil: Man kann sehr aufwendige Einzelstücke relativ preiswert herstellen. Das Ottonianum in Magdeburg, eines der modernsten Museen. Der heilige Mauritius ist das Wahrzeichen im Magdeburger Dom. Hier steht er auf Augenhöhe. So kommen die wichtigen Details zum Vorschein. Und diese Skulptur ist weltberühmt, weil da wird der Mauritius erstmals dargestellt als Schwarzer. Und das passt auch in die Zeit, als der Domneubau im Schwange war, in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Dort hatte die gotische Skulptur Hochkonjunktur, und die gotische Skulptur, dessen Eigentümlichkeit ist auch die Darstellung von Emotionen, die erstmals in die Kunst kommen, und von realen Menschen. Und hier ist ganz typisch, dass der Künstler eine reale Person zum Vorbild genommen hat, eben einen Schwarzen. Warum? Der Mauritius, von der Legende her, ist er ein christlicher Märtyrer, weil er als Anführer der thebäischen Legion, Theben, Ägypten, Nordafrika, Schwarzer, als Anführer dieser thebäischen Legion sich geweigert hat, Christen zu verfolgen. Und niemand anders als Kaiser Otto der Große hat diesen Reichsheiligen Mauritius hier in Magdeburg verankert und hier diesen Platz der Verehrung für diesen heiligen Mauritius in Magdeburg geschaffen. Die Grabplatte der Königin Editha, die des Bischofs Ernst von Sachsen oder vom Erzbischof Wichmann. Alles moderner 3D-Druck. Hier kann sie jeder anfassen und bestaunen, Geschichte begreifen. So auch den heiligen Mauritius. Beim Original im Dom fehlen die Beine sowie Schild und Lanze. Die Originalfarbe über die Zeit verloren gegangen. Teilweise war die Figur vergoldet. Im Großen und Ganzen sehen Sie die Möglichkeiten, die 3D-Druck hat, die Fortschritte, die das hier uns bringt. Man muss keine komplizierten Abnahmen mehr machen mit Formgießen und so etwas, was ja auch immer schwierig ist gegenüber dem Originalen, ja, was manchmal auch gar nicht gestattet ist, aus restauratorischen, aus konservatorischen Gründen. Und hier ist man eben zerstörungsfrei, kommt man eben mit diesem Scanner, nimmt das Original, scannt das Original und kann daraus dann eben entsprechend einen 3D-Druck machen, der als Vorlage dient. Diese Skulptur, dieser 3D-Druck, aufgearbeitet in dem Sinne, wie Sie ihn hier jetzt sehen, ein echter Mehrwert für die Besucherinnen und Besucher des Dommuseums. Wie man weiß, wurde der Dom während des Zweiten Weltkrieges schwer beschädigt. So auch das Arnstädter Epitaph aus dem frühen 17. Jahrhundert. Reste sind über einer Nische an der Wand des südlichen Seitenschiffes zu sehen, provisorisch abgestützt durch einen Baumstamm. Die einzelnen Teile sind in der sogenannten Steinkammer des Domes archiviert. Das Ziel: der Wiederaufbau dieser kunstgeschichtlich wichtigen Grablege. Wie würde man eigentlich vorgehen? Man könnte jetzt einerseits versuchen, an den alten Fotos, die wir von dem Urzustand haben, zu gucken, wo gehören die Teile hin. Man kann das farbig markieren, hier wäre noch was vorhanden. Und man kann sich natürlich bei so Bruchstücken, die mal auf einer glatten Fläche auslegen und die aneinander halten, gucken, was passt, eventuell was zusammenkleben. Das Problem ist aber in dem Fall, dass wir eben noch diese Ruine an der Wand zu hängen haben und dort mal nicht eben schnell hochklettern können und da was ranhalten können, ob das passt. Das ist also ein großer Aufwand. Die Teile sind zum Teil auch recht schwer. Es ist jetzt nicht alles handlich. Und das wäre also jetzt auf klassische Art und Weise doch sehr schwierig und aufwendig, da probehalber Sachen zusammenzufügen, ob die passen und wenn ja, wie. Maschinenbauer und Informatiker arbeiten Hand in Hand. Die 400 Teile wurden vermessen und räumlich eingescannt. Im Institut für Simulation und Grafik an der Otto-von-Guericke-Universität versucht man, das Kunstwerk wieder zusammenzusetzen. Im Studiengang Computervisualistik hat man dazu das VR-Puzzle entwickelt. Die virtuelle Umgebung ist ein echtes Modell des Domes. Figuren des Stifters, Wappen, Konsolen, Obelisken, Blattranken, Putten, Pferdeköpfe, biblische Szenen. Was ist der Vorteil der modernen Arbeitsweise?
Also wir können, ohne dass uns das jetzt große Manpower oder Kraft kostet, auch schwere Elemente hin und her bewegen, können die auch in Positionen bringen, die wir reell gar nicht herstellen könnten, weil dazu große Befestigungen notwendig wären. Wir haben die Möglichkeit, alle Teile in einer großen Wand einfach anzuordnen, die vor dem Nutzer erscheint. Und diese einzelnen Teile kann man zum Beispiel ganz einfach nach Größe sortieren, nach Volumen, nach anderen Eigenschaften. Das ist wieder was, was in der echten Welt gar nicht so einfach möglich wäre. Man kann sich am Ende vorstellen, wie das Kunstwerk insgesamt aussah. Etwa ein Viertel des Epitaphs ist verloren gegangen. Könnte man Teile mit dem 3D-Drucker wiederherstellen? Wir haben jetzt zum Beispiel in Reliefs Fehlstellen, die wir irgendwie ausfüllen müssen. Dazu gibt es klassische Methoden, wie man das machen kann. Aber eventuell könnte eben auch 3D-Druck in Frage kommen, um dann passgenaue Ersatzstücke ausdrucken zu können. Die Firma Tinker Toys stellt Spielzeug per 3D-Druck her. Der Clou: Die Kinder können ihr Spielzeug selbst entwerfen. Zunächst als Online-Anwendung gedacht, erfreuen sich die selbstgedruckten Spielsachen großer Beliebtheit. Inzwischen arbeitet man an pädagogischen Konzepten, zum Beispiel für die MINT-Fächer. Zum Beispiel für die Konstruktion von Robotern oder im Mathematikunterricht, um Formen kennenzulernen, Formen im Raum. In der Stadtbibliothek könnten Tinker Toys bald ein Teil der pädagogischen Arbeit werden, etwa als Ergänzung zur Spielesammlung.